von Vierecke, wie schätzen Sie den Ausgang ein? Was ist Ihre erste Reaktion? Na, natürlich sind wir enttäuscht, aber wir haben mit dieser Enttäuschung gerechnet. Weil aus den vielen Gesprächen, die wir mit Bürgern gehabt haben, anders als der Oberbürgermeister, waren wir ja vor Ort, haben wir gelernt und gehört, dass in Mainz die Liebe zur Stadt groß ist, aber das Misstrauen gegenüber dieser Stadtverwaltung, dieser Stadtpolitik riesig. Und hier ist ein Gap. Und dieses Gap haben wir beim Bibelturm um die Ohren geschlagen bekommen. Das heißt, der Bibelturm ist für Sie nur ein Symbol für alles, was schiefgelaufen ist? Er ist für die Bürger, die sich geäußert haben, ein Symbol für vieles, was schiefgelaufen ist und das Misstrauen, dass sicher da noch irgendeine Kinke, dass es viel teurer ist, dass die Qualität nicht eingehalten wird, dass der Liebfrauenplatz verschandelt wird. Alles dieses wurde an den Bibelturm gehängt. Und wir haben natürlich auch das Problem, das müssen wir immer wieder überlegen, das muss auch eine Stadt, die einen Bürgerentscheid lostritt, vorab überlegen, dass Neues, und gerade wenn es besonders gut und aufregend ist, immer auf Widerstände stößt. Denn in vielen Menschen ist der Weg oder das Heimatverständnis so, ich fühle mich da zu Hause, wo alles so bleibt, wie es ist. Und das ist ein Problem, mit dem wir in einem Bürgerentscheid wirklich als Bürgerinitiative, aber auch als Stadtverwaltung, die etwas will, umgehen müssen. Und das ist hier von der Stadtverwaltung und von der Stadtpolitik vor allen Dingen nicht rechtzeitig bedacht worden. Die sind wie Zieten aus dem Busch in diesen Bürgerentscheid gegangen und waren selber überhaupt nicht vorbereitet auf das, was auf sie zukäme. Beispiel Liebfrauenplatz. Der entscheidende Punkt, der emotionale Punkt war, wird dieser Platz zerstört oder wird er schöner? Und als wir in die Auseinandersetzung gingen, da waren die Plätze, die Vorurteile, die waren gesetzt. Sie konnten bis in die letzten Tage lesen, da entsteht ein Monstrum auf diesem Platz und wir können unsere Wurst nicht mehr essen. Und da argumentier da mal, brauchst du 10 Minuten pro Bürger. Und wir haben gemacht, was wir konnten. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Museum? Wie soll das weitergehen? Das ist doch der Punkt, wo ich wirklich der Stadt auch einen bodenlosen Leichtsinn vorwerfe. Hier ist 8-jährige Aufbauarbeit geleistet worden. Und aus einer, also wenn ich es positiv sagen will, bestenfalls politischen Naivität ohnegleichen, ist hier in eine Auseinandersetzung gegangen und ist diese 8-jährige Aufbauarbeit einfach gefährdet worden. Wenn man unseren Punkt aufnehmen würde und würde sich zu einem 3-jährigen Moratorium entscheiden, in dem nachgedacht wird und in dem klar ist, dass ein solches Ergebnis nicht unumkehrbar ist, dann könnte man noch etwas retten. Aber ich bin, nach dem, was ich heute gehört habe, wirklich im Zweifel, vor allen Dingen, weil ich auch nicht gemerkt habe, dass dieser Oberbürgermeister kämpft, dass er sich wirklich um eine erweiterte Trägerschaft bemüht hat. Der hat doch die Kontakte. Warum erzählt er, dann sollten Sie als Journalisten die Landesregierung fragen? Weil können Sie mir das mal erklären? Ich weiß als andere, dass dieses Land überhaupt kein Geld hat für die Trägerschaft. Dann muss man aber mit den Bürgern ehrlich umgehen. Dann muss man sagen, wir können das Museum nicht halten, wir können es nicht, das Land hat seine Gelder auch schon verspielt. Dann muss man ehrlich miteinander umgehen und nicht so tun, als ob. Oder? Wäre es nach Ihrer Ansicht besser gelaufen, wenn man die Bürger früher einbezogen hätte? Oder sagen Sie, nachdem auch die Diskussion gelaufen ist, es hätte nichts gebracht, weil dieser Stein des Anstoßes, der Turm, ja der gleiche geblieben wäre? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wenn ich merke, dass sich Unmut regt, zum Beispiel in Unterschriftensammlungen, dann muss ich als Stadt ein Konzept entwickeln. Es ist interessant, dass ausgerechnet auch Demokratie direkt, also die NGO, die sich um Bürgerentscheide kümmert, sagt, zu beiden Seiten, nehmt euch Zeit, bevor ihr einen Bürgerentscheid macht. Verhandelt miteinander, redet miteinander. Ist das hier passiert? Hat man miteinander beispielsweise über den Liebfrauenplatz, über die Besorgnisse der Bürger intensiv diskutiert, meinetwegen auch öffentlich? Hat die Stadt da Pläne entwickelt, bevor sie beschlossen hat, das Marktfrühstück dort hinzulegen und gleichzeitig den Bibelturm dort zu platzieren? Ist das alles geschehen? Nein. Wir haben als Bürgerinitiative wirklich Punkt für Punkt in unseren Argumenten aufgearbeitet. Wir haben die Stadt gebeten, werdet ein bisschen schneller. Die haben uns
die haben sehr sachlich gearbeitet, aber wenn sie sachlich arbeiten, arbeiten sie immer zu spät. Sie sind auf eine solche Debatte nicht eingestellt. Und wir kriegten dann Texte, die wir mühsam übersetzen mussten. Die waren von 5 Dezernaten sozusagen geprüft und waren so kompliziert, dass ein normaler Bürger in dieser Diskussion überhaupt nicht hilfreich sein kann.